Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute wende ich mich an Sie, um gegen Ängste und Vorurteile anzureden, welche von verantwortungslosen Medien geschürt wurden. Und zwar gegen das zwischen der EU und den Vereinigten Staaten von Amerika geplante Freihandelsabkommen, welches zu Deutsch Transatlantic Trade and Investment Partnership heißt. Zunächst einmal werden die Finanzmärkte aufs Antiamerikanischste verteufelt. Aber, liebe Mitbürger, ist Spekulation nicht etwas zutiefst Menschliches? Hat es Geldansammlungen nicht immer und überall auf der Welt gegeben? Ist doch nicht ein entbürokratisierter Markt die höchste Form der Freiheit? In Russland gibt es statt der freien Finanzmärkte autoritäre Oligarchen. Wollen Sie lieber die? Als dann wird behauptet, dass zum Beispiel das Roulette der Finanzmärkte, linke Krawallmedien diffamieren es auch als Zockercasino, nichts mehr mit parlamentarischer Demokratie zu tun haben soll. Das ist doch platte Propaganda. Sicher, da gibt es ein paar wenige Unterschiede. Die Finanzmärkte reden nicht, haben aber viel zu sagen, während das Europäische Parlament viel redet, aber wenig zu sagen hat. Jedoch, es gibt viel größere Gemeinsamkeiten zwischen Parlamentswahlen und Roulette. Sie können auf Rot setzen oder auf uns Schwarze setzen, gewinnen tut immer die Bank. Und sehen Sie, wenn unsere Banken gewinnen und dann auf starken Füßen stehen, dann brauchen die viel weniger von unseren Steuergeldern. Und genau das will das Freihandelsabkommen. Dieses Freihandelsabkommen ist insgesamt ein wunderbarer Interessenausgleich zwischen unseren Völkern. Sicher ist der Investitionsschutz bei uns umstritten. Aber auch das könnte eine Win-Win-Situation ergeben. Wenn zum Beispiel das amerikanische Gentechnologie- und Saatgutunternehmen Monsanto auf Schadenersatz klagen könnte, wenn hinterwäldlerische Landwirte, fundamentalistische Imker oder reformfeindliche Bürgermeister dem Genmais das freie Leben allzu schwer machen, weil sie dem Irrglauben aufsitzen, Honigbienen seien wichtiger als Arbeitsplätze. Und wenn dann im Gegenzug unsere Deutsche Bank in den USA nicht mehr ständig Milliardenurteile befürchten muss, weil die Freiheit in der EU besonders unseren Banken zugutekommt. Unsere amerikanischen Freunde und wir wollen also das Wort Betrug ganz neu definieren. Deshalb habe ich den bayerischen Ministerpräsidenten Seehofer auch davon überzeugt, doch im Europawahlkampf auf seinen Slogan zu verzichten, wer betrügt, fliegt. Wer will denn, dass die VIP-Loge bei Bayern München menschenleer wird oder über die Bayerische Landesbank eine Entlassungswelle rollt? Wer betrügt, fliegt, das ist einfach unmenschlich. Wer will schon Menschen viele hundert Meter über dem Erdboden ganz oben aus dem Hochhaus der Deutschen Bank herausfliegen lassen? Mit dem Freihandelsabkommen können wir auch amerikanisches Arbeitsrecht bei uns einführen, was dem Wirtschaftsstandort EU stärken wird. Mindestlöhne können dann zu Schadenersatz führen wegen entgangener Gewinne und statt krank zu feiern, arbeitet man sich dann gesund. Das bringt auch ein Stück Paralympics in den Straßenbau. Zum Beispiel, wer Schüttelfrost hat, meldet sich zum Sandsieben und so weiter. Glauben Sie mir, auch in der SPD wird die Skepsis gegen das Freihandelsabkommen bald überwunden sein. Man sagt ja, Sigmar Gabriel sei ein Weichei, aber das ist nicht wahr. Seine schnelle Entschlusskraft hat er im Fall Edati gezeigt. Kaum war der erste Verdacht da, schon will er ihn aus der SPD rausschmeißen. Zack, bumm. Und warum er Sarrazin nicht gleich ausgeschlossen hat? Wegen Hetze gegen Muslime? Nun, Sigmar Gabriel hatte ein langes Vier-Augen-Gespräch mit dem Sarrazin und Thilo Sarrazin hat ihm ganz fest zugesichert, dass die SPD die Partei des Islam sei. Der SPD-Unterbezirk Islam, der SPD-Bezirk Islam. Und vor allem der Parteivorstand Islam. Viele Kritiker beschweren sich ja lautstark, das Freihandelsabkommen käme in Geheimverhandlungen zustande. Wer aber will es unseren amerikanischen Freunden verdenken, wenn nach all den Beschimpfungen, ich sage hier nur Edward Snowden und die Whistleblower und dieses unerträgliche Bashing gegen CIA und NSA, die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen laufen, wie sowas unter Freunden üblich ist. Erstmal hinter verschlossenen Türen und Fenstern. Der Handelsminister der Vereinigten Staaten, mein Freund Ron Kirk, der die Verhandlungen leitet, sagt zu Recht, immerhin sind bereits durch früheres öffentliches Herumgekacker zwei Anläufe für ein Freihandelsabkommen gescheitert.
Ich sage das denen, die ständig anprangern, dass das Abkommen zu dezent und nicht auf dem offenen Jahrmarkt verhandelt wird. Seid ihr nicht diese Leute, die eure eigenen Daten vor unseren deutschen und amerikanischen Staatsorganen verstecken, als wären sie Diebesgut? Was für eure Privatsphäre und Vertraulichkeit recht ist, das muss auch für die Verhandlungen billig sein. Mein luxemburgischer Freund Jean-Claude Juncker, der jetzt als Spitzenkandidat für uns Konservative für die EU-Präsidentschaft antritt, hat dies 1999 so vorzüglich auf den Punkt gebracht. Ich zitiere ihn: Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Übrigens, folgender volksverhetzender Witz kursiert zurzeit im Internet. Die beiden Verhandlungsführer für das Freihandelsabkommen TTIP, Berzero und Froman, verhandeln das Freihandelsabkommen im Flugzeug. Das Flugzeug stürzt ab. Wer wird gerettet? Europa. Nein, meine lieben Landsleute, die wahre Pointe müsste lauten: Beide werden natürlich gerettet, weil das Flugzeug ein stabiles Triebwerk aus der EU hat und die Fallschirme aus den USA. Die Bundesregierung wird jedenfalls unbeirrbar festhalten am freien Handel und dem Abkommen zwischen den USA und der EU. Und gerade unsere südeuropäischen Völker werden davon profitieren. Es sind ja gerade die Griechen, Spanier und Italiener, die sich über den Rückgang von Krankenhausplätzen und Arztpraxen ständig beschweren. Aber sehen Sie, meine Damen und Herren, wenn endlich auch griechische, italienische und spanische Hühner ganz nach amerikanischem Haltungs- und Futtergeboten gemästet werden, dann kann man auch dort nicht nur mit Kentucky Fried Chicken, sondern auch mit einheimischem Hähnchenverzehr Krankheiten wie Bronchitis, Drüber- und Nierenbeckenentzündung heilen. Ohne Extrakosten für teure Antibiotika oder Krankenschein, den es in den USA sowieso nicht mehr gibt. Und dann sind auch bei uns Wurst und Schweinesteaks derartig voller Testosteron und anderen Hormonen, dass kinderlose Ehen wieder Hoffnung schöpfen können. Schweinefleisch macht müde Männer munter und ich weiß da, wovon ich rede.